Alle Leute, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 und dem Let's Play von El Salvador mit, wie heißt er? Maximiliano Hernandez Martinez. Und ja, auf unserem Weg zu einem Zwei-Provinz-Nest, zur Weltherrschaft. Nein, keine Ahnung. Ich weiß selbst noch nicht, was das Ziel dieses Let's Plays hier sein soll. Erstmal überleben, dann vielleicht Zentralamerika, vielleicht... Ja, vielleicht wäre sogar unser erstes größeres Ziel Mexiko. Theoretisch. Mal gucken. Und die haben sogar schon begrenzte Wehrpflicht. Okay, das ist scary. 8 Zivilfabriken, 4 Militärfabriken. Irgendwo zwischen 5 und 11 Divisionen. Das ist gar nicht mal so viel. 0 Schiffe. Eine größere Luftwaffe als ich. Mit 9 bis 18 Flugzeugen. Ich meine, ich habe 0. Konvois, ja, die haben signifikant mehr Konvois als wir. Wir haben 5. Im Moment haben wir sogar 0. Für Handel und Nachschub werden 8 benötigt. Wir haben nur 5, ja. Das müssen wir irgendwann ändern. Können wir in unserem Forschungsbaum irgendwie Schiffswerften? Ja, okay, wir können hier Schiffswerften bekommen. 3 Stück, so wie es aussieht. Hier unten auch irgendwo. Ah, zusätzliches Forschungsteam. Das müsste... Ja, okay. Benötigt Infrastrukturbemühungen. Du benötigst Infrastruktur. Okay, das heißt, wenn wir die Militärfabrik hier haben, werde ich hier runter rushen bis zu dem Forschungsteam. Ich wollte aber gucken, ob hier noch irgendwo... Nee, das ist Luftfahrt, das ist Armee. Okay, ja. Schiffswerften bräuchte ich einfach, um Konvois zu erstellen. Für eventuelle Marineinvasionen oder was auch immer. Gut, Aufrüstungsbemühungen fertig. Dann gehen wir jetzt weiter einfach hier bis zum Forschungsdingsbums, Palums. Und bald können wir schon unseren ersten Politikwechsel machen. Ich weiß gar nicht, was das sein wird. Teilmobilmachung wäre eigentlich... Das ist nur Baugeschwindigkeit. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller, hier Armeeangriff irgendwie zu bekommen, damit unsere Armee besser ist. So für die ersten Kriege, man kann es noch nicht mal Kriege nennen, die wir hier führen werden. Scharmützel, Grenzscharmützel. Nein, wir wollen ja schon so ziemlich ganz Zentralamerika irgendwie einnehmen. Und hier machen wir weiter damit oder damit? Wir haben immer noch 36. Dann würde ich sagen, du forschst jetzt einfach mal hier mehr Forschungsgeschwindigkeit. In 7 Tagen sind unsere Waffen fertig. Also zumindest die Erforschung. Wie weit seid ihr? Wir haben schon ein paar reguläre. Und ihr seid auf halbem Weg dazu. Okay, bis November sollten wir das schaffen. Ja, okay, das hier weiß ich auch nicht so ganz, wie das funktionieren wird. Die Unabhängigkeit von Guatemala wird durch andere Nationen garantiert, die USA. Aber ob die eingreifen? Keine Ahnung. Will ich jetzt das hier oder will ich... Ja, diese Baugeschwindigkeit 10% interessiert uns eigentlich nicht so wirklich, weil es so wenig ist. Also ich meine, es sind ein paar Monate. Aber eine Fabrik in ein paar Monaten, ja... Schauen wir mal. Also ich, ja, das hier ist im Moment eigentlich wichtiger. Würde ich für ein großes Land nie sagen. Aber hey. Gut, dann können wir auch gerade sagen, wir produzieren jetzt mehr Waffen, verlieren natürlich einen ganzen Batzen an Effizienz. Aber das ist wert, ja. Die Nationalisten gewinnen anscheinend sehr entscheidend. Industriebemühungen hier, fördern sie koloniale Elite. Ja, ich glaube, so ein
ja, so ein historischer Start in Anführungszeichen ist auch sehr viel langsamer, sehr viel unspannender. So, Regierung ändern. Ich würde sogar, ja, ich würde sagen, Armeeangriff, das ist ziemlich gut. Dann können wir einfach hier reinpushen, ganz schnell und... Ihr versteht mich. Land, also so schnell wie möglich irgendwie Land sichern, bevor die Vereinigten Staaten da eingreifen können. Was macht Japan? Überschwere Schlachtschiffe. Jetzt schon? Ah, gut, okay. China, auch nicht so Baubemühungen, ja, okay. Ja, was gibt's zu erzählen? Ich hab's jetzt nochmal auf Stufe 5 gestellt an Geschwindigkeit. Wir haben immer noch keinen, es ist immer noch nicht November. Aber es passiert echt wenig gerade mal. Okay, der Bürgerkrieg ist zu Ende, so wie es aussieht. Ich muss eigentlich gar nicht gucken, was passiert ist. Ja, Nationalisten haben natürlich gewonnen. Baubemühung 2 ist fertig. Dann gehen wir jetzt gerade auf Infrastruktur. Ja, ein bisschen Infrastruktur ist ja auch nicht schlecht. Weiß gar nicht, wie viel wir... Okay, 4 haben wir da. 4 auch hier. Und der wievielte November war das? Der 3. Okay, dann sind wir ja gleich schon da. Und da mehr Text dazu. Und dann könnt ihr jetzt aufhören zu trainieren, denn eure Organisation soll wieder hochkommen. Und das war so ziemlich unser Go-Zeichen. Dann warte ich gerade noch, bis ihr wieder ready seid. Planungsbonus habt ihr alle. Ihr seid auch eingegraben. Das heißt, wenn die uns angreifen, dann sind wir auch gewappnet dafür. Was macht Amerika? Strategische Bombardierung. Sind immer noch nicht bei ihrem Garantierungszeug. Sehr schön. Und wir sind auf voller Organisation. Deswegen können wir jetzt einfach... Okay, wir können Verbündete rufen. Wir haben keine Verbündeten. Und... Ja, ihr könnt den Plan ruhig starten. Dann nehme ich euch beide. Und gehe mal da hoch. Okay, wir gewinnen die Schlacht jetzt schon mal. Das ist auch... Ja, bei der Ebene ist das... Nicht schwer zu sehen, wieso. Du gehst da hoch und danach da runter und danach greifst du da an. Du kannst eigentlich direkt da angreifen. Okay. Ja, anscheinend haben die wirklich nur die eine Division da gehabt. Und dann fangen wir jetzt gerade auch schon an, hier ein Kriegsziel zu rechtfertigen, denn... ja, ich glaube was ist das hier? Honduras? Werden wir dann auch relativ, relativ bald im Krieg sein. Was mir so ein bisschen Angst macht, wir haben jetzt eine direkte Grenze mit Mexiko und mit dem Vereinigten Königreich. Und je nachdem, wie die uns dann mögen, im Moment mögen uns beide nicht so wirklich. Ja, generierte weltweite Spannung. Allerdings haben wir auch ziemlich wenig weltweite Spannung generiert. Denn das, also der Bürgerkrieg in Spanien ist da immer noch das größere Problem. Und das dürfte gar nicht mehr allzu lang dauern. Und da haben wir auch schon die Friedenskonferenz. So, wir wollen alles haben. Runde beenden. Fertig. So, was haben wir jetzt neu an Fabriken? Wir haben 5 Fabriken im Besitz. Eine ist zum Export, 3 für Konsumgüter. Das heißt, wir haben ja eine ganze Zivilfabrik, die an der Militärfabrik arbeitet. Haben wir mehr Militärfabriken? Ein paar. Aber die eine, glaube ich sogar. Ja, eine Militärfabrik mehr. Okay. Das ist auch nicht wirklich viel.
Und dann geben wir jetzt gerade eine Frontlinie hier hin. So dass die gleich schon wieder mehr Planungsboni bekommen. Und ich glaube, ihr könnt sogar auf aggressiv gehen, denn ja, ich weiß gar nicht, wie viel Gegenwehr die hier haben werden. Okay, so wollte ich die Aufteilung jetzt nicht. Wir nehmen einmal dich. Dann können zwei davon auf unserer Hauptstadt sitzen. Einer hier oben im, keine Ahnung, Niemandsland und zwei hier unten an der direkten Grenze. Und ja, jetzt haben wir wieder ziemlich Zeit. Aber es lief doch jetzt schon mal ganz gut. So, Infrastrukturbemühungen sind fertig. Wir gehen dann weiter hier runter. Mehr Infrastruktur bringt uns ja vergleichsweise wenig sogar. Ich will nur zu dem Forschungsteam kommen. Das ist mein großes Ziel. So, wann ist hier 8. Januar? Okay, wir sind schon im Dezember. Das heißt, da sind wir bald dran. Und dann können wir hier auch gerade anfangen mit Kriegsziel rechtfertigen. Costa Rica. So, dann haben wir da gleich ein Kriegsziel. Da danach und dann wahrscheinlich auf Panama. Ihr macht immer noch nichts, ne? Nee, Geleitschutzbemühung. Sehr gut für uns. Hat jetzt unser Annektieren irgendwie groß... Oh ja, okay, 2,1% ist noch annehmbar, würde ich sagen. Gut, dann heißt es Krieg. So, ihr könnt dann direkt da rein. Ihr geht bitte dahin. Und hier ist nur noch eine Provinz, ne? Na, okay. Dann könnt ihr... So angreifen, du gehst da, da und kommst von hinten. Gut, der Kampf ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir in die Berge reinkämpfen und wir haben Unterstützungswaffen, das sollte uns jetzt ein bisschen helfen damit. Januar 37, wir haben noch nicht mal wirklich die 36er Technologien fertig. Besserer Fabrik-Output oder... Mehr Produktionsleistung, das ist die Frage. Ja, ich glaube, wir machen so ziemlich beides gleich. Geringe Mannstärke, ja gut, das ist mir klar. Aber wir haben sowieso nicht so viel Mannstärke. Unser ganzes Land hat nur irgendwie 22.000 Einwohner. Das heißt, wir kriegen ohnehin nicht so viel Leute dazu, irgendwie dem Militär beizutreten. Mal ganz davon abgesehen, dass wir immer noch bei nur Freiwillige sind. Und ich weiß gar nicht, ob wir das so bald ändern müssen. Oh, wir werden auch garantiert von USA. Ja, das ist okay. Das ist lustig. Wir sind hier voll am Rampage laufen und werden trotzdem noch garantiert von den USA. Das heißt, wenn jemand uns eingreift, dann könnte es sein, dass die USA da auch einschreiten. Was ich jetzt nicht glaube, also... Gott, schaut euch diese kleinen Werte ein. 6 Angriff, 12 Angriff, Durchbruch ist es, glaube ich, ne? Nee, harter Angriff, okay, weicher Angriff, harter Angriff, Verteidigung, oh Gott. Unsere Leute können echt nichts... Ich bin nur überlegen, ob ich hier mehr Divisionen reinsetzen soll. Mehr Bataillone reinsetzen soll. Würde uns 15 Armeeerfahrungen kosten. So viel haben wir noch nicht mal. Würde uns ja massiv mehr bringen. Allerdings auch sehr viel mehr Kosten an Mannstärke. Aber in dem Moment, wo wir tatsächlich dann von, keine Ahnung... England oder den USA oder irgendjemandem angegriffen werden, können unsere Divisionen die nicht zurückhalten. Also da wird nicht wirklich viel passieren. So, wann ist das fertig?
Juli 37. Und du bist fertig. August 37. Gut, danach müssen wir dann noch gucken, dass wir bei Panama was geschafft bekommen. Und okay, das ist auch ein Problem. Die Hauptstadt von Panama ist hinter dem Panama-Kanal. Das heißt, theoretisch bräuchten wir noch Konvois. Boah, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Infrastrukturbemühungen ist fertig. Dann können wir jetzt das zusätzliche Forschungsteam... Ich glaube, dann wäre der Plan sogar, nicht direkt Panama anzugreifen, sondern unser Land irgendwie so aufzubauen, dass wir danach gegen Mexiko kämpfen können. Eieiei. Weil irgendwann früher... Okay, das war der Krieg. Irgendwann früher oder später werden wir im Krieg sein mit den Vereinigten Staaten und dann können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, einfach über den Panama-Kanal drüber marschieren. Ja, hier wollen wir natürlich auch einmal alles bitte. Und wir haben freie Schiffswerfen. Okay, das ist wunderbar, denn wir brauchen Handelskonvois. Oh Gott, 9,29 pro Jahr. Das geht auch besser. Haben wir... Okay, wir haben eine Zivilfabrik mehr und keine Militärfabrik. Wow, die hatten keine Militärfabrik. Da ist doch eine. Wieso werden dann hier immer noch 3 angezeigt? Okay, das ist strange. Aber mit euch beiden werde ich trotzdem noch in den Krieg ziehen. Also gegen euch beide. So. Und die sind immer noch nicht dabei, da hinten was zu machen. Das ist sehr, sehr schön. Für mich zumindest. Und unser Name ist schon ein bisschen größer geworden. Man kann uns schon erahnen. Wir sind nicht mehr ganz so klein hier. Wieso stehen die jetzt alle auf dieser einen Provinz? Habe ich da wieder irgendwas verpasst? Wieso verteilen die sich nicht? Okay, irgendwas ist komisch. Da oben können die hin. Aber nicht da unten. Wieso nicht? Ach, das ist dieselbe. Oh, ich dachte, hier wäre noch eine andere Provinz. Okay. Dann würde ich sagen, von euch beiden 2 Leute da oben hin. Wieso auch immer die jetzt unbedingt alle auf dieser einen, in dieser einen Provinz stehen wollten. Vielleicht war es noch von dem Befehl, den ich denen gegeben habe, aber in dem Moment, wo ich hier eigentlich einen neuen Plan hier gemacht habe, sollten die eigentlich den alten Plan ignorieren. 16 Tage bis zur nächsten Forschung. Und noch ganz viele Tage. Ja, okay. Noch 40 Tage bis zum nächsten Forschungsteam. Was wird unsere nächste Forschung? Wahrscheinlich hier Produktionszeug. Und dann sollte ich eigentlich irgendwann anfangen mit Landdoktrinen. Was wollen wir eigentlich? Mobile Kriegsführung können wir, glaube ich, abhaken, weil wir wahrscheinlich niemals Panzer bauen werden. Feuerkraft benötigt Artillerie. Oder? Na, das ist alles noch Infanterie. Das hier ist Artillerie, Unterstützungsbataillone, Unterstützung, ja okay, das ist Unterstützung und Artillerie. Das hier dürfte eigentlich, ja hier ist auch so ein bisschen Panzer mit drin, Massenangriff-Doktrin. Wow, langsam. Okay, was haben wir hier, Nachschub, Infanterie, hier sind wieder ganz viele Panzersachen, ja. Infanterie, ja, motorisiert, mechanisiert, ich glaube tatsächlich, der große Schlachtbahndoktrin wäre für uns am effektivsten, weil wir eben sehr viel mit Infanterie machen, eigentlich nur mit Infanterie. Ich fange mal an damit, also ja, früher desto besser.
Vielleicht hole ich mir demnächst auch dann so einen Armee-Theoretiker. Einfach für die Forschungszeit und für ein bisschen Armee-Erfahrung pro Tag. Ist jetzt nicht so signifikant, aber ja. Wieso nicht? Ja, Teilmobil machen. Ich könnte schon auf Kriegswirtschaft gehen. Das wäre sogar ziemlich gut. Nur Freiwillige brauche ich im Moment. Also, ja. Wehrpflicht ändern muss ich im Moment noch nicht. Also, die letzten beiden Kriege haben uns ja noch nicht mal 1000 Soldaten gekostet. Von daher bin ich da sehr entspannt, was das angeht. Juli 37, das heißt, ja, bald. Öl brauchen wir. Stahl, oh, Stahl brauchen wir auch. Ja, okay. Für die Konvois. Nun gut. Ja. Abstriche muss man machen, wenn man so klein ist, wie wir. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge gibt es dann den großen Krieg um Nicaragua. Und wir sehen uns dann wieder. Ich habe immer noch Angst vor dem Big Blue Blob. Diesmal anders. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer. Ciao.